Wie lange sind Sie denn schon Schausteller und seit wann sind Sie denn hier schon am Gäubodenvolksfest? Ah, ich bin sechste Generation Schausteller. Ich bin 23 Jahre selbstständig. In 95 bin ich angefangen. Ich bewerbe mich schon 23 Jahre hier in Straubing. Und jetzt ist das erste Mal, dass ich hier stehe. Also wir sind mit dem Topspin seit 91 am Gäubodenvolksfest. Und generell, meine Familie ist auf der Wiesn zum Beispiel schon seit über 100 Jahren. Zur Schaustellerei sind wir schon in der 8. Generation unterwegs. Meine Eltern, meine Großeltern, alle schon Gäubodenfest immer dabei gewesen. Und ich selber habe mich dann selbstständig gemacht und mein Traumkarussell war das Happy Monster. Und 1990 kam es dann zur Realisierung meines Traums und seitdem bin ich im Besitz dieses Karussells. Wie läuft denn der Aufbau von so einem gigantischen Fahrgeschäft ab? Ah, das ist eine neue Technik. Die neue Technik ist ja, dass es ohne Kran aufbauen kann. Da sind vier Auflieger, die stellen wir zusammen. Ist natürlich Überlänge und Schwertransporte. Aber wenn wir das zusammenschrauben, dann wird das eigentlich... Ja, mit Hydraulik wird das aufgepumpt. Wir sind mit 5 Leuten für zu Betrieb. Das bedeutet 4 Leute auf dem Bahn und eine in der Kasse für zu steuern und eine für zu verkaufen. Da bin ich meistens selber oder meine Frau. Aufbauen, abbauen, es geht ja ganz einfach. Das dauert zwischen 7 und 8 Stunden ungefähr. Also Aufbau dauert in der Regel 2,5 Tage. Und da sind beteiligt 3 Angestellte und ich. Und hier bei der Witterung, dieses Jahr beim Aufbauen, war es halt etwas beschwerlich, weil es wirklich sehr heiß war. Wir haben 3 Mitarbeiter. Das Ganze geht relativ schnell, weil wir natürlich einen Kran benutzen können zum Aufbauen. Wir fangen in der Früh an und sind abends fertig. Wie läuft Ihr Tag ab? Ach, mein Tag fängt morgens an. 8:30 stehen wir auf. Um 9 Uhr, dann trinken wir erst den Kaffee. Um 9 Uhr fangen wir an. Dann machen wir unsere Kontrolle vom Fahrgeschäft. Da sind wir ungefähr eine Stunde mit beschäftigt. Dann hören wir auf um 10. Dann gehen wir etwas frühstücken und dann fangen wir eigentlich hier um 11 Uhr fängt das langsam an. Das ist bis 12:30 nachts, machen wir zu, dann fegen wir nochmal, so bis 1 sind wir ungefähr fertig. Mein Arbeitsalltag ist, sagen wir mal, vom Ablauf her unspektakulär. Der fängt irgendwann in der Früh um 8:30 an und hört irgendwann nachts um 1 auf. Ist sehr abwechslungsreich. Unsere Arbeit ist nie ein Tag wie der andere. Morgens aufstehen, ganz klar. Dann wird gefrühstückt, ich habe einen Hund. Mit dem gehe ich natürlich zur Donau runter, das kann man ja hier wunderschön ausnutzen vom Hagen aus. Und anschließend natürlich aufmachen, es ist wieder Aufmachzeit. Und dann den ganzen Tag Kassendienst, vielleicht noch mal eine halbe Stunde Pause, ansonsten Full-Time-Job hier am Gäubodenfest. Und was machen Sie als Schausteller im Winter? Im Winter mache ich gar nicht so viel, da haben wir normale Zeiten. Dann fange ich morgens um 8 Uhr an in der Halle. Bis 6 Uhr abends, 5 Uhr abends ungefähr, wie es auskommt. Und dann machen wir da unsere, ja, sag mal, unsere Kontrolle und unsere Lackierung. Naja, im Winter haben wir einmal die Vorbereitungen für die neue Saison und aber auch vielleicht mal eine Woche, wo gar nichts anliegt. Das sollte dann schon auch sein. Also im Winter haben wir erstmal Weihnachtsmarkt und dann kommt natürlich Weihnachten und Neujahr, das ist unsere Pause. Und dann geht es schon wieder los, die Planung, alles muss organisiert werden. Man kommt mal Reparaturarbeiten, wollen wir was modernisieren, wollen wir wieder ein bisschen farblich alles verändern. Das ist dann der Job für die Winterpause. Ja, Schluss mit lustig, jetzt kommt Schwung in die